Sobald ich um die Ecke in meiner Straße bog, bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Die Eingangstür meines Hauses stand weit offen. Bin ich dabei, einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen? Mein Herz fing an zu klopfen. 10 vor 12. Ich schlich nach oben. Falls ein Eindringling drin war, wollte ich ihn nicht auf mich aufmerksam machen. Aber als ich hineinging, war ich schockiert, als ich sah, dass mindestens 1 Dutzend Leute in meinem Wohnzimmer standen. Langsam, einer nach dem anderen, drehten sich alle um und begannen mich unheimlich anzustarren. Aber bevor ich weitermache, stellt doch sicher, dass ihr liked und abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Du lässt mich nie tun, was ich will. Warum versuchst du immer, mich zu kontrollieren? Jillian, wir wollen nur das Beste für dich. Das Beste für mich wäre, wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet. Ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe jetzt. Ich rannte in mein Zimmer und fing an, meine Sachen zu packen. Ich liebte meine Eltern, aber unsere Beziehung war schon immer ziemlich schwer. Aus irgendeinem Grund war es so, als wollten sie nicht, dass ich erwachsen werde. Sie waren so kontrollierend. Sie sagten mir, mit wem ich befreundet sein sollte und sogar, was für einen Job ich machen sollte. Mein Traum war es immer, Bäckerin zu werden, aber sie verwarfen die Idee, wann immer ich es ihnen gegenüber erwähnte. Noch am selben Morgen hatte ich einen Kuchen gebacken, aber sie hat ihn ausgespuckt. Das war's, ich muss weg von ihnen oder ich würde nie frei sein und meinen Träumen folgen können. Also verließ ich mein Zuhause und zog in die Stadt, in der meine beste Freundin Megan lebte. Megan hatte mir immer erzählt, wie schön die Nachbarschaft war. Also war es naheliegend, auch dorthin zu ziehen. Megan war ganz aufgeregt, als ich ihr vom Plan erzählte. Oh Jillian, das sind tolle Neuigkeiten. Wir werden so viel Spaß haben, jetzt wo du näher bei mir wohnst. Ich schaffte es, eine Wohnung nicht weit von Megan zu finden. Und dann hatte ich eine Willkommensparty. Einige brachten mir Kekse mit, während andere nur Hallo sagten. Du musst mal zum Abendessen kommen, sobald du dich eingelebt hast. Danke, das wäre echt toll. Mein erster Abend in meinem neuen Zuhause war wunderbar. Ich saß auf der Couch, sah fern und aß Pizza. Keiner nörgelte an mir rum oder sagte, was ich zu tun hatte. Ich fühlte mich so frei. Hey Jillian, ich dachte nur, ich schau mal rein und vergewissere mich, dass es dir gut geht. Oh, und ich habe dir ein Willkommensgeschenk mitgebracht. Ich stellte den Blumenstrauß, den Megan mitbrachte, in eine Vase. Danke, Megan, sie ist wunderschön, du bist so nett. Und wie gefällt dir dein neues Zuhause? Ich lieb's. Ich habe schon ein paar meiner Nachbarn kennengelernt. Sie scheinen alle super nett zu sein. Jetzt muss ich einen Job finden. Das ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Ich hätte da was, was dich interessieren könnte. Megan reichte mir einen Zettel. Ich habe es im Schaufenster des Ladens gesehen. Es war eine Anzeige von einer örtlichen Bäckerei. Sie suchten jemanden, der dort arbeiten sollte. Ich weiß, dass du schon immer davon geträumt hast, Bäckerin zu werden. Vielleicht ist das was. Das wäre perfekt. Am nächsten Tag ging ich zum Vorstellungsgespräch in die Bäckerei. Ich konnte es kaum glauben, dass sie mir den Job sofort anboten. Wir sehen, dass sie eine Leidenschaft fürs Backen haben. Das ist die Art von Person, die wir suchen. Danke, ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Ich werde sehr hart für Sie arbeiten. Ich liebte meinen Job. Jeden Morgen wachte ich in aller Früh auf, um in die Bäckerei zu gehen und mit der Herstellung von Kuchen und Broten zu beginnen, die an diesem Tag verkauft werden sollten. Der Geruch war wunderbar. Ich wusste, dass ich dort war, wo ich hingehörte. Es lief alles perfekt, nur bis auf eine Kleinigkeit. Eine Mitarbeiterin schien mich nicht zu mögen. Ich hatte keine Ahnung, warum es so war. Wir hatten keinen Streit oder so. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Sie zeigte mir immer die kalte Schulter, während ich versuchte, freundlich zu sein. Hey Taylor, ich gehe mir einen Kaffee holen. Soll ich dir was mitbringen? Sie antwortete nicht einmal. Stattdessen schaute sie einfach durch mich durch, als wäre ich unsichtbar. Aber ich hatte nicht vor, mir den Tag verderben zu lassen. Ich hatte ein neues Zuhause und einen neuen Job. Alles, was ich mir je gewünscht hatte. Wir hatten gerade den morgendlichen Trubel hinter uns gelassen, als es an der Tür klingelte. Ich schaute auf und traute meinen Augen nicht. Der süßeste Junge, den ich je gesehen hatte, war gerade in die Bäckerei gekommen. Hallo, kann ich dir irgendwas bringen? 5 Minuten deiner Zeit wären gut. Ich wurde knallrot. Er konnte sehen, dass ich nervös war und er genoss es. Ich nehme 2 Brote, bitte. Als ich die Brote in die Papiertüte packte, warf ich einen schüchternen Blick auf ihn. Er war wahrscheinlich ein paar Jahre älter als ich. Er war groß und hatte braunes, gewelltes Haar. Wie heißt du? Jillian. Freut mich, dich kennenzulernen, Jillian. Ich bin Jackson. Dann lächelte er. Wir werden uns bald sehen, Jillian. Als ich ihm dabei zusah, wie er die Straße hinunterging, konnte ich das breite Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht verbannen. Als ich mich umdrehte, merkte ich, dass Taylor mich seltsam ansah. Ich lächelte sie an, aber sie ignorierte mich. Was ist nur los mit dem Mädchen? In der nächsten Woche kam Jackson jeden Tag zur gleichen Zeit. Ich konnte mich darauf freuen, ihn zu sehen. Es war der Höhepunkt meines Tages. Er wartete immer darauf, dass ich ihn bediente, auch wenn Taylor versuchte, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Morgen, Jackson, was kann ich dir bringen?
Ist schon gut, ich bin noch einmal überlegen. Du kannst jemand anders bedienen. Es hat mich wirklich genervt, wenn Taylor mit Jackson sprach. Sie hat immer mit ihm geflirtet. Ich liebe deine Jacke, Jackson. Du siehst wirklich süß darin aus. Danke, Taylor. Hast du schon den neuen Spider-Man-Film gesehen? Wollen wir zusammen hingehen? Jackson lächelte Taylor an, aber zum Glück ging er nicht auf ihr Angebot ein. Eines Morgens war Taylor damit beschäftigt, einen Kunden zu bedienen, als Jackson reinkam und direkt auf mich zuging. Hey Jackson, was möchtest du heute? Es schien, als könnte er sich nicht entscheiden. Ist schon gut, ich kann dir ein paar Minuten geben, dich zu entscheiden. Nein, nein, das ist es nicht. Ich habe mich gefragt, ob du mit mir ausgehen würdest. Mein Herz begann schnell zu klopfen. Schmetterlinge tanzten in meinem Bauch. Ja, das würde ich sehr gerne, aber ich dachte, du stehst auf Taylor. Nein, ich mag Taylor nicht. Du bist es, die ich mag. Ich fing an, vor Freude zu strahlen, aber als Jackson ging, spürte ich, wie Taylor mich anstarrte. Als ich mich umdrehte, konnte ich ihren hasserfüllten Blick sehen. Ich könnte nicht genau sagen, warum, aber irgendwas in dem Blick machte mir wirklich Angst. Die Dinge liefen aber großartig mit Jackson und mir. Wir waren seit 6 Monaten zusammen und er fragte mich, ob ich bei ihm einziehen will. Ich möchte einfach meine ganze Zeit mit dir verbringen. Es macht keinen Sinn, wenn wir 2 Häuser haben. Bitte sag ja. Ich lachte. Jackson hatte eine Art, immer zu bekommen, was er wollte. Aber ich wollte das auch. Ich liebte Jackson mehr als alles andere und er hatte recht. Das Logischste war, dass wir zusammenziehen würden. Es war ungefähr 1 Woche, nachdem ich in sein Haus gezogen war. Ich saß spät in der Nacht in meinem Schlafzimmer und plötzlich sah ich ein Gesicht am Fenster. Uah! Aber so schnell, wie es aufgetaucht war, war es auch wieder verschwunden. Ich rannte zum Fenster und spähte hinaus, aber es war niemand zu sehen. Mein Herz klopfte wie verrückt. Ich hatte keine Ahnung, wer am Fenster gewesen war. Aber es hatte mich definitiv erschreckt. Ich begann auch andere seltsame Dinge zu bemerken, wie Jacksons Nachbarn. Sie verhielten sich alle ein bisschen seltsam. Einmal war ich draußen im Garten, als ich plötzlich bemerkte, dass der Nachbar auch dem Haus gegenüberstand und mich anstarrte. Es war nicht nur ein kurzer Blick. Er stand buchstäblich 3 Minuten da, ohne sich zu bewegen. Ich rief ihm, aber er bewegte sich nicht. Ich fühlte mich wirklich unheimlich vor ihm. Also winkte ich einfach und ging. Als Jackson von der Arbeit nach Hause kam, erzählte ich ihm davon. Er hat mich einfach nur angestarrt. Er hatte einen leeren Ausdruck. Er hat nicht mal geblinzelt. Das hast du dir wahrscheinlich nur eingebildet. Warum sollte er nur dastehen und dich anstarren? Das macht doch keinen Sinn. Ich beschloss, dass Jackson wahrscheinlich recht hatte. Jedenfalls wollte ich mich nicht von einem seiner Nachbarn belästigen lassen. Ich würde einfach für mich bleiben. Es war ein paar Tage später. Ich hatte gerade meine Schicht in der Bäckerei beendet und es war auf dem Heimweg, als ich merkte, dass die Eingangstür weit offen stand. Ich fühlte mich besorgt. Aber dann sah ich, dass Taylor, mein Chef aus der Bäckerei und einige Nachbarn in meinem Wohnzimmer waren. Einige von ihnen schauten in meine Schränke, während andere einfach still dastanden wie Statuen. Ah! Als sie meinen Schrei hörten, zerstreuten sich alle wie Ameisen. Ich blieb ganz allein stehen, meine Hände zitterten vor Angst. Ich fühlte mich wirklich unheimlich. Ich überlegte, Jackson anzurufen, aber ich wusste, dass sie mir wahrscheinlich nicht glauben würde. Stattdessen entschied ich mich, Megan anzurufen. Megan, hier ist Jillian. Ich bin gerade bei mir zu Hause angekommen und hier ist 1 Dutzend Leute, die sich seltsam verhalten. Warte einfach dort, ich komme sofort. Ich schloss alle Türen und Fenster ab und setzte mich auf die Couch. Ich saß da, schaukelte hin und her und wartete auf Megan. Ein lautes Klopfen an der Haustür ließ mich aufspringen. Ich schaute aus dem Fenster, um zu sehen, wer da war. Aber es war nur Megan, also ließ ich sie herein. Megan, ich flippe hier wirklich aus. Irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Wer waren all diese Leute in meinem Haus? Ich erzählte Megan auch von diesem seltsamen Vorfall mit meinem Nachbar. Er stand buchstäblich nur da und starrte mich an. Als ich Hallo sagte, hat er mich auch einfach ignoriert. Ach komm, ich mach dir eine Tasse Tee, dann fühlst du dich gleich besser. Megan reichte mir die Tasse Tee und ich nahm einen Schluck davon, aber mein Herz wurde kalt. Megan hatte genau denselben Gesichtsausdruck, den meine Nachbarn gehabt hatten. Sogar Taylor hatte mich auf diese Weise angestarrt. Es war, als wäre sie ein Roboter, ausdruckslos und doch furchterregend. Aber gerade als die Angst anfing, mich zu übermannen, wurde ich schläfrig. Ich schaute auf die Tasse Tee hinunter. Megan muss was reingetan haben. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich zurück in die Couch fiel. Das letzte, was ich sah, war Megan, die nach mir griff. Ihr Gesicht war immer noch ausdruckslos. Als ich aufwachte, schaute ich mich um und stellte fest, dass ich mich im Hinterzimmer der Bäckerei befand. Ich war gefesselt. Wie bin ich hier gelandet? Dann bemerkte ich, dass Taylor, Megan, mein Chef und all meine Nachbarn um mich herum standen. Was ist denn hier los? Wie bin ich hergekommen? Niemand sagte ein Wort. Sie standen einfach nur da und starrten mich an.
Dann fingen sie plötzlich an, ihre Hände nach mir auszustrecken. Sie hoben mich auf und trugen mich in die Richtung der Öfen. Was macht ihr da? Taylor und Megan hoben mich hoch und wollten mich gerade in einen Ofen schieben, als plötzlich Jackson in den Raum platzte. Alle anderen erstarrten sofort. Stopp! Lasst sie runter! Taylor und Megan taten, was Jackson sagte. Und jetzt bindet sie los und verschwindet von hier. Sie banden meine Handgelenke los und gingen. Jackson, was ist hier los? Bitte sag mir. Ich weiß, dass in dieser Stadt was Seltsames vor sich geht. Jackson seufzte. Er sah aus, als wäre er hin und her gerissen, was er tun sollte. Dann sprach er. Jeder hier tut genau das, was ich ihm sage. Was? Wovon redest du? Warum? Nun, ich habe sie erschaffen. Was? Jackson erklärte, dass sie alle falsche Menschen waren. Im Innern bestehen sie nicht aus Blut und Knochen, sondern aus Maschinen und Drähten. Ich habe diese Stadt als Experiment erschaffen, um zu sehen, ob die Leute draußen erkennen können, dass die Menschen unecht sind. Aber manchmal werden die Leute ein bisschen abhängig von mir. Sie wollen mich für sich haben. Und wenn ein Neuankömmling auftaucht, können sie sehr aggressiv sein. Aber was ist mit Megan? Sie war doch vorher kein Roboter. Jackson sah traurig aus. Megan und ich waren mal zusammen, aber dann... Dann haben die falschen Menschen sie angegriffen und aus Eifersucht getötet. So wie das, was sie mit dir machen wollten. Ich sah ihn schockiert an. Aber was ist denn mit Megan, die ich gerade gesehen habe? Megan war tot und ich konnte es mir nicht leisten, dass das Geheimnis dieser Stadt an die Öffentlichkeit gelangte, wenn sie anfing, Megans Verschwinden zu untersuchen. Also habe ich eine neue Megan erschaffen. Ich begann auszuflippen. Geh weg von mir, du bist verrückt. So etwas kannst du nicht tun, das ist der pure Wahnsinn. Jillian, ich liebe dich. Können wir nicht einfach glücklich zusammen in dieser Stadt leben? Was er vorschlug, war der Wahnsinn. Ich konnte nicht in dieser Stadt leben, umgeben von all den falschen Menschen. Ich musste weg von ihm. Ich rannte aus der Bäckerei und die Straße hinunter. Ich hörte, wie Jackson allen Stadtbewohnern zurief. Schnappt sie! Jagt ihr nach! Lasst sie nicht entkommen! Ich rannte so schnell ich konnte, direkt nach Hause. Sobald ich drin war, verschloss ich alle Türen und Fenster. Aber ich war gerade mit dem Verriegeln der Hintertür fertig, als ich das Einschlagen von Glas hörte. Die Leute stürmten durch das zerbrochene Fenster hinein. Sie packten mich und fesselten mich. Ich hatte keine Chance gegen sie alle. Ich schaute auf und sah Jackson. Sein Gesicht war sehr grimmig. Wenn du dieses Leben mit mir nicht genießen kannst und mich nicht liebst, dann werde ich wohl ein neues Du machen müssen. Es traf mich am Hinterkopf und alles wurde schwarz. Ich hörte ein Klopfen. Schatz, ich bin zu Hause. Ich schenkte Jackson ein Lächeln, küsste ihn auf die Wange und sagte, ich mache dein Lieblingsessen, Steak und Pommes. Während die Steak brutzelten, ging ich rüber zur Spüle, um das Geschirr zu spülen. Doch als ich den Wasserhahn aufdrehte, traf Wasser auf den Teller und spritzte mich in den Nacken. Aus dem Augenwinkel sah ich Funken aufblitzen und ich bekam einen Kurzschluss. Jackson kam rüber, holte einen Schraubenzieher und brachte alles in Ordnung. Danke, Schatz. Natürlich, Jillian, nur für dich, Liebes.